Michael, he, völlig relaxed jetzt hier am Tisch, aber im Grunde noch warst du einen rechten Krampf, um das auf die Beine zu stellen, oder? Ja, es war nicht ganz ohne, aber meine Gewerbler haben auch wieder alles gegeben, gerne alles. Es ist unglaublich, was die für eine Motivation an den Tag gelegt haben, was die für einen Einsatz geleistet haben. Und das Ergebnis sieht man, es macht einfach nur eine Freude, oder? Wie viele sind da? Wir sind im Gesamten 26 Stück. Ist eigentlich verrückt, gell, für Sie, weil 26 eben, die hier mitmachen? Ja, das ist... nachdem das klar war, dass das Zeichen auf Grün geht, dass es eine Messe gibt, ist der Rolf Sachser geweibelt wie ein Wahnsinniger als OK-Präsident. Und dann haben wir das hergebracht, dass wir können vergrössern von irgendwo 390 Quadratmeter auf 488 Quadratmeter. Ja. Jetzt ist das natürlich die Weiger, aber man muss klar sehen, Seewald bietet das ganze Jahr natürlich die Leistungsfähigkeit, oder? Ja, absolut. Also wir sind Seewald lauter leistungsfähige KMUs, die in unserem Verein tätig sind. Die Industrie haben wir auch dabei, die drei grossen sind auch bei unserem Verein tätig. Und ja, Seewald sieht man, ist kräftig wirtschaftlich, ja. Das heisst mit anderen Worten, die Weigen, die haben es wieder auf die Beine gebracht. Eben. Natürlich dank diesen sechs WWO, Seewald ist einer davon. Aber es war alles in allem einmal eine Zitterpartie gewesen. Aber denkst du jetzt, wo du hier hockst, ja, es lohnt sich? Es hat sich definitiv gelohnt. Es war wirklich knapp gewesen. Wir haben Glück gehabt, wir sind die richtigen Leute geraten am Schluss. Und, seit Mitte November dreht die Spirale wieder positiv nach oben. Und wenn du jetzt siehst und du durchlaufst, dann war es sicher richtig und ein absoluter Gewinn für das Werdenberg und für das Evola-Union.